Hallöchen, Leute, hier ist euer Rustle 770 für Hype 770. Und erstmal das Wichtigste, ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gerutscht und hattet ein schönes Weihnachtsfest. Und wir starten jetzt wieder mit unseren Kanalvorstellungen und Bewertungen und mit der Hype News Show und mit Vlogs. Also, und das ist die erste Kanalvorstellung im Jahr 2012. Ja, Wolski. Und wir kommen zum Kanal, den wir vorstellen. Und zwar geht es heute um den Kanal von Report LP. Erstmal kommen wir natürlich, wie immer, zum äußeren Erscheinungsbild. Also das Kanaldesign gefällt mir schon mal echt gut. Ist wieder einer von der langen Fraktion, also sprich ein langer Kanal. Aber du hast unten was zum Gucken, auch schön auslaufend. Also ist nicht zu überlastet mit Bildern, also es ist echt cool und auch so ein bisschen im Schatten gehalten, also nicht so hervorstechen, gefällt mir echt gut. Und hier die Bilder von Assassin's Creed, gefällt mir. Und hier auch schön den Namen mit reingebracht, echt cool. Und was ich natürlich auch cool finde, hier dieser Creeper, hier in diesen, in diesen Video Lists ist nicht so, also er überlagert das Ganze nicht, es sieht echt cool aus, doch, also steckt wirklich schön viel Arbeit hier in den Kanal, denke ich mal, und sieht echt cool aus, also dafür schon mal supi. So, dann kommen wir jetzt mal zu seinem Rundown. Name Sönke, Kanalaufrufe 3101, Upload-Aufrufe insgesamt 4829, Stil, hier wird's magisch, Stil ist nämlich Zauberei. Beitritt, er ist seit 26.09.2011 dabei und hat 81 Abonnenten und hat auch eine Facebook-Page, also hier könnt ihr auch mal draufklicken. Dann kommen wir jetzt zu seinem Projekten. Crysis 2, Assassin's Creed 1, Splinter Cell 1, Endboss-Projekt ist Minecraft. Geplante Projekte, Mass Effect 2, Battlefield Bad Company 2 für die PS3, Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood für die PS3, Assassin's Creed Revelation für PS3, abgeschlossene Projekte, Medal of Honor. Und hier seht ihr auch nochmal so ein paar Kontaktdaten. Und hier hat er auch nochmal geschrieben, mit was er so, ne? Was er für Headset hat, was sein Rechner so macht und so vieles und so vieles. Dann kommen wir. Ist auch schön in den Playlist geordnet, aber es sieht so ein bisschen versteckt aus. Man findet es nicht immer gleich. Also das solltest du vielleicht doch nochmal ein bisschen hervorheben. Weil das, ne? Vielleicht so in Rot oder so, keine Ahnung. Aber sieht man halt schlecht. Dann kommen wir jetzt zu seinen Upload-Qualitäten. 720p. Bei Crysis 2 ist es das gleiche. 720p. Das einzige, was mir so ein bisschen schade, was ich schon ein bisschen schade finde. Assassin's Creed zum Beispiel ist nicht auf 720, sondern auf 480. Wenn dann alles, ist immer so meine Devise, wenn dann render alles, hier auch 480. Okay, Medal of Honor, weiß ich jetzt nicht, habe ich mir, obwohl, das könnte man auch auf 7, also wie gesagt, wenn dann alles, das ist immer so mein Spruch, wenn alles rendern, dann alles gut rendern. Hallo. Auch Minecraft, ja. Also da solltest du vielleicht mal gucken, ob du dann die nächsten Parts auch mal so auf 720 kriegst. Ich weiß nicht, woran es liegt. Kann natürlich sein, dass da irgendwas im, dass es nicht funktioniert oder so. Keine Ahnung. Aber es wäre schon schön, alles so auf Einheitsgröße zu haben, also auf 720.
Gut, dann kommen wir zu seinem Kommentarstil. Sein Kommentarstil ist ruhig. Aber jetzt nicht ruhig, sondern ruhig, aber auch lustig, unterhaltsam. Also es gefällt mir echt gut. Also sein Kommentarstil ist echt spitze. Okay, bei Crysis 2 war der Sound ein bisschen zu laut, aber das hat er selber auch geschrieben, dass er eine Stunde am Stück aufgenommen hat und dass das dann halt nicht so eingestellt war, dass man die Stimme besser hört. Ne? Also das ist gefixt, das Problem. Und 81 Abonnenten, du hast auf jeden Fall wirklich mehr verdient, weil du hast einen wirklich coolen Kommentarstil, den finde ich richtig, richtig gut, weil der ist nicht zu ruhig, aber auch nicht so überheblich. Es ist so das perfekte Mittelmaß, finde ich. Es ist lustig, unterhaltsam, keine Frage, aber halt auch auf eine ruhige Art und Weise, und das ist auch immer sehr schön zu hören. Dass nicht immer Leute so einen Abraster bekommen. Ich weiß nicht, ob da irgendwo... Ich habe mich ordentlich hier durchgekämpft oder durchgewühlt durch deinen Let's Plays. Ob du da mal aus... Ist mir entweder entgangen, ich weiß es nicht. Aber... Also Ausraster meine ich so im positiven Sinne, dass man sich mal so aufregt. So, dieser scheiß Mob und jetzt bringe ich und mache und tu... Ne? Weiß nicht, ob du das auch schon mal hattest. Aber muss ja auch nicht, aber es... Gefällt mir echt. Der Kommentarstil gefällt mir echt gut. Und Assassin's Creed, damit hast du mich sowieso. Ich liebe Assassin's Creed. Und ich mag die Folgen wirklich. Deswegen packe ich das hier auch mal ganz fix rein. Ansonsten bleibt nur zu sagen, kommentiert ihn, abonniert ihn, favorisiert ihn, macht sonst was mit ihm. Kommentieren, bewerten und schieß mich tot, weil er hat es echt verdient. Und... Da muss was passieren. Mit 81 Abonnenten verstehe ich nicht warum. Also es gefällt mir echt gut. Und dein Avatarbild, das sieht auch geil aus. Gefällt mir. Sieht echt, echt cool aus. Ja, was bleibt zu sagen? Also ich fasse mal zusammen. Kanaldesign, echt gut. Nicht so überlagert, auch schön so ein bisschen so abgedunkelt, gefällt mir echt gut. Kommentarstil gefällt mir auch echt gut. Das einzige Manko ist, dass nicht Assassin's Creed auf 720 ist, aber vielleicht macht er das ja nochmal. Das war's eigentlich mit dem Kanal im Groben und Ganzen. Also für den Kanal mit allen Pipapo gibt es wirklich einen Daumen nach oben. So einen leichten Schrägstrich, also ne, so leicht abfallend wegen den Uploads. Wenn, solltest du wirklich mal alle versuchen auf 720 zu bekommen, das wäre echt gut. Aber das ist das einzige Manko. Und das mit der Stimme bei Crysis 2, das hast du ja auch erklärt, das hast du ja auch in deiner Videobeschreibung mit reingepackt, dass das halt ein Fehler war. Du hast halt eine Stunde am Stück aufgenommen und hast nicht vorher geguckt, ob das alles so passt. Passiert jeden. Aber ansonsten, super, macht weiter so. Auf jeden Fall, schaut ihn euch wirklich mal an. Ich hoffe, ich konnte das Interesse für diesen Kanal echt mal wecken. Und schaut ihn euch an. Und wenn euch seine Projekte gefallen, abonniert ihn. Ja, das war's eigentlich. Mit der ersten Kanalvorstellung im Jahr 2012. Also... Ich bin raus. Habt noch einen schönen Tag, einen schönen Vormittag, Sonnenauf, Sonnenuntergang, je nachdem, wann euch das Video anschaut. Also, bis Danimanski, euer Russell 770 für Hype 770. Ciao, ciao.